Hallo, was geht ab? Ich hoffe, ihr habt alle gut. Im heutigen Video geht es um die Musiklautsprecherbox von Geneva. Das ist Touring L, also die Mittelvariante, die Radio, DAB Plus, FM und Bluetooth drin hat. Im Video heute will ich sie mit euch zusammen auspacken, um zu schauen, was ist überhaupt in dieser Verpackung drin, wie ist die Qualität und wie ist meine ehrliche erste Meinung von der Box. Lohnt es sich überhaupt, um sich so eine Box zu kaufen? Das werden wir heute alles im Video erfahren und sehen. Viel Spass damit. Also zuerst packen wir sie mal aus. Was das erste Mal hier entgegenkommt, ist sicher mal die Bedienungsanleitung. Genau, da steht Geneva Touring L. Da, falls mir etwas nicht rauskommt, kann man es hier nachlesen. Dann hat man hier noch von Geneva so einen Tipp, DAB Plus und FM, wie hoch muss die Antenne ausgefahren sein, dass man das beste Signal kriegt. Dann hat man hier noch das Stromkabel dabei, um den Akku aufzuladen. Die Box ist akkubetrieben, zu dem komme ich nachher auch noch dazu. Dann nehmen wir zuerst mal den ersten Deckel da weg und die Box selber. So, dann tun wir doch mal die Hülle hier weg und da haben wir die Box. So, das erste und das wichtigste finde ich ist der erste Eindruck. Und was man sagen muss, es ist super Qualität, also es ist Flugzeugaluminium, das merkt man auch, wenn man es anlangt. Man hat hier so einen schönen Traghebel und ja, so zu den Knöpfen selber, man hat hier 1, 2, 3, 4, 5 Knöpfe, 6, wenn man da auch noch dazu rechnen will. Und was wirklich ist, es ist sehr simpel und einfach aufgebaut. Zum Beispiel hat man hier jetzt Preset, also da kann man Sender speichern, dann hat man hier Sender links, rechts kann man gehen. Dann hat man DAB Plus und FM, wo man hier einschalten kann. Bluetooth kann man auch noch wählen, dann tut es synchronisieren mit dem Handy. Dann auf der rechten Seite hat man den Einschaltknopf, wenn man den einmal dreht. Dann hört man so ein Klicken und dann steht hier auch On. DAB Plus ist jetzt zum Beispiel eingestellt, SRF Musik wählen. Und dann kann man da auch noch die Lautstärke verstellen. Dann zu der Box selber sind 30 Stunden Akkulaufzeit, also sehr lang. Man kann hier wirklich sehr lang mit dieser Musik hören. Und dazu muss man einfach das Kabel einstecken und wenn die 30 Stunden aufgebraucht sind, kann man es dann wieder aufladen. Dann hat man hier auf der Rückseite eine Antenne, die man rausziehen kann. Die ist ziemlich lang, werden wir jetzt auch sehen. Die geht sogar bis über das Bild. Bei FM muss man natürlich ein bisschen die Antenne höher ausfahren. Das tut auch Geneva hier in der Produktbeschreibung, also beim Tipps und Tricks erklären. Also zum Beispiel hier DAB Plus Hälfte so viel, 50% ausgefahren und FM 100% ausgefahren. Denn was auch noch wichtig ist, ihr kennt das sicher im Headbox 4 bis 5 Jahre und irgendwann ist einfach der Akku durch. Das heisst, kann man den überhaupt ersetzen? Und ja, da hat sich Geneva wirklich etwas sehr Gutes einfallen lassen. Man kann auf der Rückseite, wenn man das Ganze umdreht, kann man hier den Plastik wegnehmen und da hat es Schrauben, wie ihr es gesehen, wo man den aufschrauben kann und den Akku kann man dann bestellen bei Geneva und ersetzen. Also wirklich sehr gut, da haben sie auch mitgedacht, dass man die Box auch länger behalten kann als noch 4 bis 5 Jahre. Da ist auch wieder so ein kleiner Punkt, wo ich finde, da hebt sich eine Lautsprecherbox sehr fest ab von anderen Modellen, wenn sie einen aktiven Subwoofer drin verbaut hat. In die Musikbox jetzt in einem Zeitraum von 1,5 bis 2 Wochen können testen und ich habe ein Video dazu gemacht von verschiedenen Momentaufnahmen, wie die Box jetzt selber im alltäglichen Gebrauch gebraucht haben und das Video möchte ich euch einfach nicht vorenthalten. Viel Spaß damit! Selber. Wie habe ich es in den 1,5 bis 2 Wochen erlebt? Die Qualität der Verarbeitung die ist wirklich extrem gut. Man kann die Box sowohl als Lautsprecher, aber auch als Möbelstück in einer schönen Wohnung aufstellen.
Und es ist wirklich jedes Mal ein Hingucker, falls du irgendwelche Gäste ladest, Kollegen oder sonst irgendjemand. Die Soundqualität von der Box selber, die ist wirklich sehr gut. Man versteht es sehr klar. Und der Subwoofer, der integrierte, da merkt man einfach, dass die Qualität dahinter ist. Die tiefen Töne und die Bass, die kommen einfach sehr gut führen. Denn einer der wichtigsten Punkte, die ich finde, was ein guter Radio ausmacht, ist die Bedienung. Ist sie einfach oder nicht? Und sie ist wirklich sehr simpel. Das finde ich gut, weil es einfach nur 6 Knöpfe hat. Es ist sehr übersichtlich und man kann einfach schnell etwas einstellen, wenn man etwas einstellen will. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und da wir jetzt am Schluss sind, kann ich nur sagen, ich empfehle euch die Box. Sie ist einfach von der Qualität, vom Preis-Leistung her, stimmt alles. Und man kriegt wirklich etwas sehr Hochwertiges. Danke vielmals für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.